Hallo, 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 meine lieben Freunde bei Die Bibel und wir. Ich begrüße euch schon mal herzlich in Jesus Namen. Genau, ich bin euer Bruder Joe und freue mich heute wieder Gemeinschaft mit euch zu haben und zusammen mit euch einfach über Gott zu sprechen, über Jesus zu sprechen, über die Güte Gottes zu sprechen. Ja, genau, bevor ich heute mit der Predigt beginne, wollte ich einfach kurz einfach dem Herrn anbeten. Genau, ich wollte Gott einfach kurz anbeten, weil er so gut ist. Und genau, danach hören wir die Message für heute. Ich begrüße euch schon mal herzlich. Schwester Ella, sei gesegnet und ja. Danke, danke, Jesus. Danke, danke, Jesus. Danke, danke, Jesus, unser Herr. Danke, danke, Jesus. Danke, danke, Jesus. Danke, danke, Jesus, unser Herr. Danke, danke, Jesus. Danke, danke, Jesus. Danke, danke, Jesus, unser Herr. Danke, danke, Jesus. Danke, danke, Jesus. Danke, danke, Jesus, unser Herr. Kann ich nichts tun. Sei mit mir, Vater. Komm, Heiliger Geist, und verherrliche Jesus. Verherrliche Jesus. Ich will abnehmen. Meine Sorgen sollen abnehmen. Meine Probleme sollen abnehmen. Deine Herrlichkeit
deine Güte, deine Gnade und deine Kraft, Jeschua, soll zunehmen in mir. Deine Gnade und Gunst soll zunehmen. Segne alle, die einfach heute dabei sind, Herr, in dieser Zeit. Ich bete, Heiliger Geist, dass das jeder einfach berührt werden soll durch dich, in Jesu Namen. Segne, offenbare dich und begegne jeden Einzelnen heute, in Jesu Namen. Ich liebe dich, Jesus. Ich danke dir, mein Herr und König. Amen. Amen, amen, amen. Genau. So. Gott ist gut zu jeder Zeit. Gott ist gut. Wir haben einen lebendigen Gott, einen wunderbaren Gott. Ich begrüße euch nochmal kurz herzlich in Jesu Namen. Ich bin der Bruder Joe aus Köln, von der Erweckungsgeneration aus Köln. Genau, seid alle mächtig gesegnet und genau, worüber ich heute sprechen wollte, was mir der Herr so auf dem Herzen gelegt hat. Genau, wir leben ja momentan in einer schwierigen Zeit. Ich sage mal, eine finstere Zeit, eine Zeit voller Ungewissheit, eine Zeit voller Hoffnungslosigkeit, eine Zeit voller Problemen. Man weiß nicht, wie es aussieht, man weiß nicht, wie es weitergeht. Man weiß nicht, was die nächsten Schritte sind. Also alles geht den Berg ab und man weiß einfach nicht, wie man in dieser Zeit sein soll oder sein kann, wie man in dieser Zeit auskommen soll. Guten Abend, Schwester Eva, Gottes Segen. Guten Abend, Berti. Genau, ich begrüße mal kurz. Guten Abend, Anna. Guten Abend. Genau, guten Abend, Schwester Sabine. Genau. Ja, auf jeden Fall, es ist eine sehr schwierige Zeit. Eine Zeit mit viel Ungewissheit. Eine Zeit, wo man einfach nicht weiß, wie man sein soll. Eine dunkle Zeit. Also eine Zeit, wo einfach die Finsternis Raum am Nehmen ist. Eine Zeit, wo es einfach sehr finster ist und man findet nicht mehr das Licht. Man sieht nicht das Licht, man weiß nicht, wie es weitergeht. Und ich habe heute einfach einen Vers, was ich heute mitteilen möchte. Ich will heute sprechen über die Sterne. Weil in der Bibel spielen die Sterne eine sehr große Rolle. Und deshalb will ich erstmal folgendes Vers lesen. Es befindet sich in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 14, der vierte Schöpfungstag. Ich lese kurz vor. Und Gott sagte, es werde Lichter an dem Firmament des Himmels, die Tag und Nacht trennen, und zu Zeichen für Jahreszeiten, Tage und Jahre werden. Und Lichter an dem Firmament des Himmels sind, um die Erde zu beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiert, und ein kleines Licht, das die Nacht regiert. Dazu auch die Sterne. Halleluja. Halleluja. Das ist der vierte Schöpfungstag. Am vierten Schöpfungstag hat Gott die Lichter erschaffen für die Welt. Wir sehen am ersten Schöpfungstag, wenn ihr liest, am Anfang schuf Gott die Himmel und Erde, die Erde war wüst und leer. Und das Erste, was Gott gesprochen hat, ist, es werde Licht und es war Licht, sagt die Bibel. Aber wir lesen hier dann von Sonne, Mond und Sternen, die am vierten Tag erschaffen worden sind. Also der Licht des ersten Tages war nicht die Sonne, war nicht der Mond, war auch nicht die Sterne, aber der erste Licht, dieses Schöpfungslicht, der von Anfang an da war, der vom Vater gerufen worden ist, ist das Licht dieser Welt, Jesus Christus. Er ist das Licht vom ersten Tag. Das Licht dieser Welt, deshalb sagt Jesus, ist das Licht dieser Welt. Und er ist Licht, er bringt Licht. Und wer in ihm ist, wird auch nicht mehr im Finsternis leben. Jesus Christus, das Licht dieser Welt. Und hier am vierten Tag hat Gott die Sterne erschaffen, die Sonne erschaffen und der Mond.
Und wir sehen hier, die Sonne dient dazu, um über den Tag zu regieren. Aber der Mond und die Sterne dienen dazu oder sind dazu da, um über die Finsternis zu regieren, zu herrschen, um über die Nacht zu herrschen, um über die Nacht zu regieren. Und wir befinden uns in dieser Welt, es ist ein Kampf zwischen Finsternis und Licht, aber die Bibel sagt, dass die Finsternis nicht für immer bleiben wird. Das Licht kommt und die Finsternis vergeht und das Licht deckt die Finsternis auf. Das Licht deckt die Finsternis auf. Ich will eins sagen, Licht kann man auch messen, Licht ist auch eine Energie, Licht kann man messen, Licht hat eine Geschwindigkeit und so weiter und so fort, Licht sieht man, aber die Finsternis kann man nicht messen. Also die Finsternis existiert in erster Linie gar nicht. Die Finsternis ist sozusagen ein Zeichen vom Mangel des Lichtes. Da, wo das Licht abwesend ist, ist automatisch die Finsternis da. Also Finsternis existiert in Wirklichkeit gar nicht. Aber Finsternis entsteht durch Mangel des Lichtes. Wenn ich gesagt habe, Licht kann man messen, Licht hat eine Geschwindigkeit, aber die Finsternis kann man nicht messen, weil es in Wirklichkeit eigentlich gar nicht existiert. Aber es erscheint, es kommt zu erscheinen aus Mangel des Lichts. Aber Gott hat gesprochen hier und hat Lichter gemacht, die über die Nacht regieren sollen. Über. Er hat Sternen und Mond gemacht. Und die Bibel spricht viel über Sternen. Wir sehen, Gott hat zu Abraham gesagt, du wirst so viel Nachwuchs haben, also dein Nachkommen wird so viel sein wie die Sternen am Himmel. Und die Bibel sagt, was sehr interessant ist, in Psalm steht geschrieben, dass Gott alle Sternen beim Namen kennt. Und dieser Gott, der alle Sternen beim Namen kennt, kennt auch alle seine Kinder beim Namen. Gott kennt dich beim Namen. Gott hat dich beim Namen gerufen. Gott, der die Sterne erschaffen hat, dass die über die Nacht leuchten sollen. Dieser Gott hat dich auch erschaffen als ein Stern, weil du auch ein Nachkommen Abraham bist. Petrus sagt, wir Söhne Abrahams sind und dass die Frauen Töchter Sarah sind. Du bist ein Sohn Abraham. Und der Glanz der Sternen sieht man, wenn es Finsternis ist. Wenn es dunkel ist, dann erscheinen die Sternen. Und wir sehen, die Sternen dienten auch damals, in der Zeit, wo es noch nicht wirklich so Licht gab wie heute, diente die Sternen dazu, um die Menschen zu orientieren. Also die Menschen halten sich in der Dunkelheit anhand der Sternen, orientiert, um an den Ziel zu kommen, wo die hingehen wollten. Also wir sehen Mond und Sternen dienen als Orientierung in der Zeit des Nachtes. Das heißt, egal, obwohl die Nacht da ist, trotzdem ist Licht da. Licht vergeht niemals. Wir sehen, die Sonne regiert über den Tag, aber über die Nacht regieren auch Lichter, die Gott eingesetzt hat, um ein Zeichen zu machen über Zeiten, über die Jahreszeichen. Also die sind Zeichen. Und die Bibel sagt auch, wir sind Zeichen und Wunder Gottes. Du bist ein Zeichen Gottes. Okay, Lina, wir werden noch gleich für dich beten, dass Gott die Traurigkeit von dir nimmt, in Jesu Namen. Also, und wir leben momentan in einer Zeit, wo es sehr finster ist. Wir leben in einer Zeit, wo es dunkel ist. Wir leben in einer Zeit, wo viel Perspektivlosigkeit ist. Wir leben in einer Zeit, wo viel Angst ist. Wir leben in einer Zeit, wo viele Zukunftsängste haben, wo viele nicht wissen, wie es weitergeht. Aber in dieser Zeit der Finsternis, die Bibel sagt, Paulus sagt,
dass wir Lichtern sein sollen, dass wir leuchten sollen unter diesem Geschlecht. Unter diesem verkehrten Geschlecht sollen wir Lichter sein. Gott will, dass du in dieser Zeit leuchtest, weil du das Licht in dir hast. Jesus hat gesagt, er macht uns auch zum Lichtern. Er sagt, dass wir Lichter in dieser Welt sind. Er sagt, wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel tun, sondern wir sind Lichter, die auf dem Berg leuchten, um die ganze Welt zu beleuchten, um die ganze Stadt zu beleuchten. So wie Jesus ein Licht ist, so bist du auch ein Licht. Und in dieser Zeit ist die Zeit, dass dein Licht aufgeht, dass du leuchten sollst, wie die Bibel sagt, steh auf und werde Licht. Dein Licht komme, werde Licht, weil du ein Licht bist. Die Bibel nennt Gott der Vater der Lichter. Alle gute Gaben und gute Geschenke kommen vom Vater des Lichts. Der Vater des Lichts ist auch dein Vater. Und wenn der Vater des Lichts Licht ist, sind auch seine Kinder Lichter. Halleluja. Und Jesus, wir sehen in der Geschichte bei der Geburt Jesu Christi, als Jesus geboren worden ist, erschien auch ein Stern am Himmel, der dazu geführt hatte, dass Menschen aus fernen Osten, weise Menschen, andere Übersetzung nennt diese Menschen sogar Magier, dass Magier, Satanisten, einen Stern gesehen hatten, der anders war als alle Sterne, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht mehr diesen falschen Weg folgen. Wir wollen nicht mehr unsere magische Künste folgen, aber wir wollen diesen Stern folgen, weil dieser Stern bringt uns zu dem wahren König. Ein König, der geboren ist. Zu dieser König müssen wir hin. Und die haben Myrrhe besorgt, die haben Gold besorgt und Weihrauch und sind hingegangen und haben ein Baby angebetet. Jesus als Baby, der noch kein einziges Wunder getan hat, der noch nicht einmal einen Toten auferweckt hatte, der ganz bestimmt noch nicht sprechen konnte, aber sie hatten erkannt, dass dieser Baby der König ist. Und es wird niemals ein König geboren, aber man wird hier ein König. Wir sehen, Prinz Charles ist bis heute noch nicht mal König geworden. Er wartet irgendwann mal, um die Thronfolge zu bekommen. Also wir sehen, keiner wird als König geboren. Aber es gibt einen König, der als König geboren ist, der als König gestorben ist, der als König auferstanden ist und der als König herrscht, der von Anfang an geherrscht hat, der heute herrscht, der morgen herrscht und der für immer und ewig herrschen wird, den alle Mächte untertan sind, den die Gewalten gegeben worden sind, im Himmel, in Erde und unter der Erde, den, vor dem sich alle Knien beugen, im Himmel, in Erde und unter der Erde, wo denen alle Zungen bekennen seinen Namen. Denn uns wurde einen Namen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Und das ist der Name Jesus Christus. Und wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die Menschen, die Weisen kamen und beteten Jesus an. Und hatten erkannt, dass er der Herr ist. Und hatten erkannt, dass er der König ist. Und hatten erkannt, dass er der Retter ist. Und hatten erkannt, dass er der Weg ist. Und sie wurden zu Jesus gebracht durch einen Stern. Und du bist auch ein Stern. Das Wort für Stern auf Englisch, Star, öfters denken wir immer, dass das die Reichen, die Berühmten, die Bekannten, die man in den Fernsehen zeigt, die sind Stars. Aber ich will dir eins sagen, der wahre Star ist jemand, der Jesus Christus in seinem Leben hat. Weil wer Jesus hat, die Bibel sagt, Gott kennt ihn. Wenn Gott dich kennt, da bist du ein wahrer Star, weil Gott kennt dich beim Namen. Du bist bekannt bei Gott. Gott kennt dich. Gott hat zu Satan gesprochen, über seinen Diener Job. Gott kennt dich. Und Gott gibt Zeugnis über seine Kinder. Gott hat Zeugnis gegeben über Henoch. Gott hat Zeugnis gegeben über Abraham. Gott sagt, er ist der Gott des Abrahams, Isaaks, Jakobs. Und dieser Gott
kennt dich. Und wenn dieser Gott dich kennt und du ihn kennst, dann bist du ein wahrer Star. Weil Christus in dir, Christus der Morgenstern, Jesus Christus, macht dich auch zu einem Stern, dass du leuchtest in der Zeit der Schwierigkeiten, dass du leuchtest in der Zeit der Probleme, dass du leuchtest in der Zeit der Stress, dass du leuchtest in der Zeit der Ängste, dass du leuchtest, dass dein Licht aufgeht. Und warum bist du noch ein Star? Weil Gott dich kennt und dein Name ist eingetragen im Buch des Lebens des Lammes. Dein Name steht nicht auf Walk of Fame in Hollywood. Dein Name steht nicht in irgendeinem goldenen Buch. Aber dein Name steht in das Buch des Lebens des Lammes. Da bist du ein wahrer Star. Gott hat dein Name eingetragen in sein Buch des Lebens. Halleluja. Und die Bibel spricht von uns, spricht, dass Jesus die 7 Sternen festhält, die Gemeinden sind. Und du, die 7 Engel der Gemeinde sind. Und du bist auch ein Stern in Gottes Hand. Du bist auch ein Stern in die Hände Jesu Christi. Denn Jesus sagt, was er festhält, kann keiner aus seinen Händen entreißen. Und wir befinden uns zurzeit im Krieg der Sterne. Deborah erwähnt das auch, dass das an den Tag, wo sie gekämpft hatten, dass auch die Sterne mitgekämpft hatten. Und die Bibel erzählt uns auch eins, dass der Teufel auch ein Stern war. Die Bibel spricht von der gefallenen Morgenstern, mit dem der Teufel gemeint worden ist. Und die Bibel erzählt uns auch, dass der Teufel nicht nur alleine gefallen ist, sondern mit ein Drittel von Engeln, ein Drittel von Sternen, steht in der Bibel geschrieben. Wir sehen, Satan ist ein gefallener Stern. Er und seine Dämonen sind gefallene Sterne. Und was wollen sie? Sie wollen auch, dass du als Stern fällst, mit ihm fällst. Sie wollen auch, dass du den Glanz verlierst, genauso wie die, deren Glanz verloren haben. Sie wollen auch, dass du die Herrlichkeit verlierst, die dir Jesus gegeben hat, genauso wie die ihre Herrlichkeit verloren haben. Die wollen auch, dass du den Platz in den Himmel verlierst, genauso wie sie ihre Plätze verloren haben. Und deshalb ziehen die dich an. Die wollen dich anziehen, dass du fällst, genauso wie die gefallen sind. Aber ich will dir eins sagen. Die Bibel sagt zu uns, wenn Gott für uns ist, kann keiner wider uns sein. Und wenn du dein Leben in die Hände Jesu Christi legst, wie in der Bibel geschrieben steht, was Gott festhält, was Jesus festhält, kann keiner aus seinen Händen entreißen. Du bist ein Stern. Ein Stern. Und in dieser Zeit will Gott, dass das Liebe aus dir leuchtet. In dieser Zeit, wo die Menschen Ängste haben. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes treibt die Furcht aus. In dieser Zeit will Gott, dass das die Liebe in dir leuchtet. In dieser Zeit will Gott, dass das Freude in dir leuchtet. Halleluja, ich will diesen Vers geben, weil es ist ein sehr, sehr wunderbarer Vers, was mich auch sehr ermutigt und sehr stärkt. Es ist in Sprüche, die tugende Frau, halleluja. Die tugende Frau, und ich glaube, die tugende Frau ist die Gemeinde, repräsentiert auch die tugende Frau, die Braut des Lammes. Halleluja. Das ist Sprüche Kapitel 31. Genau, ich lese ab 21. Sie fürchtet für ihr Haus nicht den Schnee, denn ihr ganzes Haus hat zweifache Kleidung. Sie macht sich selbst Decken, feines Leinen, Purpur ist ihr Kleid. Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er bei den Ältesten des Landes sitzt. Sie macht einen Rock und verkauft ihn, einen Gürtel gibt sie den Händler. Kraft und Hoheit sind ihr Gewand. Und sie lacht dem kommenden Tag entgegen. Die tugende Frau, sie lacht den kommenden Tag entgegen.
Gott sagt ja heute, du brauchst nicht vor den kommenden Tagen Angst zu haben, aber du kannst den kommenden Tagen mit Freude entgegengehen. Denn dich erwartet eine herrliche Zukunft mit Jesus Christus. Die Bibel sagt, Paulus sagt, die Herrlichkeit, dass die zukünftige Herrlichkeit größer sein wird als die jetzige. Christus in uns, Leute, ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wandle mit Hoffnung, wandle mit Frieden, wandle mit Freude. Es gibt schwierige Zeiten, aber wir wissen, was uns mit Christus erwartet. Wir wissen, was Christus für uns bezahlt hat. Jesus sagt, in der Welt würdet ihr Angst haben, aber ich habe die Welt überwunden. Jesus hat die Welt überwunden. Jesus hat Stress überwunden. Jesus hat die Krankheiten überwunden. Jesus hat familiäre Probleme überwunden. Jesus hat Scheidung überwunden. Jesus hat Depressionen überwunden. Jesus hat Traurigkeit überwunden. Jesus hat alles überwunden. Er hat alles überwunden. Und wenn du auf ihn schaust, dann wirst du genauso wie er. Und so wie er ist, so sollen wir auch sein. Und er ist das Licht dieser Welt. Und er will auch, dass du leuchtest, weil du aus ihm geboren bist. Genauso wie er leuchtet, sollst du auch leuchten. Und in dieser Zeit der Finsternis will Gott, dass seine Gemeinde leuchten, dass seine Kinder leuchten, dass wir zeigen, es gibt Hoffnung. Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Dass wir zeigen, es gibt Leben. Jesus Christus in uns ist Leben. Es gibt Frieden. Mit Christus haben wir Frieden. Weil wenn du Frieden mit Gott hast, dann hast du den wahren Frieden. Da hast du auch keinen Angst, selbst vor dem Tod. Weil du Frieden mit Gott hast und weißt, wohin es nach deinem Leben weitergeht, wohin es geht. Und in dieser Zeit will Gott, dass du leuchtest. In dieser Zeit der Finsternis für Christen, für Kinder Gottes existiert keine Finsternis. Wie die Bibel sagt, Gott hat extra Lichtern erschaffen, um über die Finsternis zu herrschen. Und du bist auch eines dieser Lichtern. Du bist auch eines dieser Lichtern. Gott will, dass du herrschst über deine Probleme. Gott will, dass du herrschst über das, was versucht, dein Leben zu bekämpfen. Gott hat zu Kain gesagt, bevor er seinen Bruder töten wollte. Gott hat zu ihm gesagt, die Sünde steht an deiner Tür und ist am Klopfen. Aber du kannst über sie herrschen oder du kannst es überwinden. Du kannst über deine Probleme herrschen. Ich weiß nicht, was dir über den Kopf steigt. Ich weiß nicht, was dir Angst macht. Aber ich weiß eins, Christus in deinem Leben hilft dir, dass du jedes Problem meisterst. Die Bibel sagt, alles dient zu Guten. Ja, manche Dinge sind schrecklich, manche Dinge sind schlimm. Mit manchen Dingen können wir von unserer Perspektive aus nicht verstehen, warum Gott gewisse Sachen zulässt. Aber wir wissen eins, alles, was Gott tut, ist immer gut. Und wenn wir es jetzt noch nicht erkannt haben, eines Tages, wenn du vor seinem Thron stehst, wirst du erkennen und wissen, Gott hat es immer gut gemeint. Gott meint es immer gut. Er hat gute Pläne für dich. Er hat Pläne für Zukunft für dich. Und egal wie finster es ist, die Zeit ist da, dass dein Licht aufgeht. Werde Licht. Werde Licht. Lass dir dein Licht nicht beklauen vom Feind. Lass nicht zu, dass der Feind dein Licht auslöscht. Aber lass dein Licht aufgehen. Lass die Hoffnung, lass Christus in dir wachsen. Nimm ab und lass Christus zunehmen in deinem Leben. Halleluja. Gott will, dass wir in diese Zeit leuchten, dass wir Hoffnung bringen, dass die Menschheit bewusst wird, es gibt Heilung, es gibt Frieden, es gibt Freude. Jesus Christus, das Licht dieser Welt, er will in dir leuchten, damit die Welt das Licht sieht. Damit die Welt sieht, wie die Bibel sagt, in deinem Licht sehen wir das Licht. In seinem Licht, wenn er in dir kommt, dann wird die Welt auch das Licht Gottes in dir sehen.
Die Bibel nennt uns Kindern des Lichtes, dass wir nicht Kinder, wir sind Kindern des Tages, Kindern des Lichtes. Ein Kind des Lichtes ist auch ein Licht. Und du bist ein Licht. Und lass dir nicht von dem Feind deinen Licht nehmen oder dein Licht auslöschen. Lass das nicht zu. Lass dir nicht von dem Feind das nehmen, was Gott dir gegeben hat. Lass nicht zu, dass der Feind dich beraubt. Er kommt, um zu stehlen, um zu schlachten, um zu töten. Und was er will, ist dein Licht, weil dein Licht verhindert seine Werke. Dein Licht deckt seine Werke auf. Dein Licht, Christus, dein Licht, verhindert viele seine Vorhaben. Dein Licht blendet ihn. Amen. Und das Licht in dir bringt dazu, dass die Finsternis immer mehr und mehr abnimmt. Abnimmt. Das Licht in dir bringt dazu, dass die Menschen durch dich zu Gott finden. Halleluja. 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 Lass dein Licht aufgehen. Ich will dich wirklich heute ermutigen und dir sagen, wir leben in schwierigen Zeiten. Wir leben in einer gefallenen Welt, aber Gott will, dass wir Lichter sind. In dieser Zeit der Finsternis will Gott, dass das Licht in dir aufgeht. Halleluja. Christus, das Licht dieser Welt, macht dich auch zum Licht. Halleluja. Halleluja. Ich will ein kurzes Lied singen, danach bete ich für uns. Halleluja. Halleluja. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig. Du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott, denn du allein bist herrlich. Ich bitte unsere Schwester, Herr, die traurig ist, dass du sie berührst und ihr Frieden schenkst, Jeschua. Schenk Frieden alle, die traurig sind. Schenk Freude, nimm den Geist der Trauer weg, Herr. Alle gebrochenen Herzen. Ich bete, Vater, dass du berührst. Heiliger Geist, berühre, du bist der Geist der Freude. Berühre die gebrochenen Herzen. Du bist die, die gebrochenen Geistes sind nah. Komm, Heiliger Geist, berühre, Herr. Und ich bete, dass du heute jeder klar machst und zum Erkennen bringst, dass wir Lichter sind, dass wir leuchten sollen, Herr. Weil du das Licht dieser Welt bist und unser Vater bist. Und uns auch zum Lichtern gemacht hast, zum Sternen gemacht hast. Leuchte in jeden Einzelnen, der hier mit dabei ist und die sich noch später anhören werden. Lass dein Licht noch mehr aufgehen in Jesu Namen. Berühre alle, die krank sind, Herr.
alle, die an Migräne leiden, ich bete, dass du jetzt Heilung bringst. Alles von Migräne soll weichen. In Jesu Namen. Alles von Rückenschmerzen soll weichen in Jesu Namen. Lass Heilung fließen. Alles von Krebs soll verschwinden. Jesus, lass Heilung fließen. Am Kreuz hast du dafür bezahlt, Herr. Heilung soll strömen jetzt. Überall, wo Krankheiten sind, Fieber, Depression, Heilung soll fließen. In Jesus Christus von Nazareth Namen. Yeshua. Berühre. Berühre deine Söhne. Berühre deine Töchter, Herr. Berühre jetzt, Vater. Berühre deine Söhne und Töchter. Für alle, die einfach Herzprobleme haben, Herr. Lass Heilung fließen. Heilung in Jesu Namen. Danke, Vater, weil du deine Söhne und Töchter am Berühren bist. Halt alle fest, Herr, und lass alle leuchten, Herr. In dieser Zeit der Finsternis soll man die Kraft deiner Gemeinde sehen. In dieser Zeit der Finsternis soll man die heilende Kraft deiner Gemeinde sehen. In dieser Zeit der Finsternis soll man die Kraft der Erweckung von deiner Gemeinde sehen. In dieser Zeit soll man deine Gemeinde sehen, die ohne Runzeln, ohne Flecken ist, die heilig ist. In dieser Zeit der Finsternis soll man das Licht sehen, was in deiner Gemeinde am Leuchten ist. In dieser Zeit der Kälte soll man das Feuer sehen, was in deiner Gemeinde am Brennen ist. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Segne die Bibel und wir. Segne alle Geschwister, die heute anwesend sind. Segne noch diese Nacht, Vater. Ich bete, dass du einfach zu jedem Einzelnen sprichst, Herr. Durch Träumen, durch Visionen. Berühre jede Einzelne. Danke, Jesus, mein Herr. Danke, Heiliger Geist, weil du im Berühren bist. Danke, Heiliger Geist, weil deine heilende Kraft am Fließen ist und am Strömen ist. Jede Krankheit soll jetzt Heilung empfangen in Jesus Christus und Nazareth Namen. Ich danke dir, Vater. In Jesu Namen. Auch für finanzielle Probleme, Herr, alle, die finanzielle Probleme haben. Ich bitte, Vater, dass du helfen sollst, Herr, und jeden aus diesem Loch, aus dem Schuldenloch rausholen sollst, in Jesu Namen. Danke, Jesu. Danke, Vater. Amen.
Amen, Amen, meine lieben Geschwistern. Genau, ich wünsche euch eine wunderschöne, gesegnete Nacht in Jesu Namen. Und merkt euch eins, ihr seid Sterne. Nicht irgendwelche Stars, die in Zeitungen stehen, sind Stars, sondern die wahren Stars sind die Kinder Gottes. Seid gesegnet, ich habe euch sehr lieb und wir sehen uns wieder bald. Habt einen gesegneten Sonntag in Jesu Namen. Ciao, ciao.